Und willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls. Im vorhergegangenen Teil sind wir oft gestorben. So. Komm, greif zur Waffe und komm her. So, jetzt hast du einen Schritt drüber gemacht. So, perfekt. Und zack. Und zack. Nein! Scheiß Dreck, was soll denn das hier? Ach komm! Das ist doch die größte Verarschung. Mitten in das Feuer rein und dann kommt der und ich kann nichts dagegen machen. Ja toll, jetzt sind halt die Seelen verloren. Ja, das Spiel ist schon sehr aufbauend. Das waren 4000 Seelen. Und es war gerade so gut. Und da hat mir ein Flakon nichts gebracht, weil ich irgendwo im Feuer stand und nicht rauskommen bin. Das kotzt doch an. Oh, und ich spiele das so kurz. Natürlich. So. Nee. Das kommt mir hier nicht ins Haus. So. Ey, kannst dich auch mal verteidigen? So, jetzt erstmal das Gift ein bisschen abkühlen lassen. Jetzt komm schon. So. Also manchmal hat das Spiel wirklich Frust. Ich hoffe eigentlich mal nicht, dass die Haltbarkeit von diesen Schilden nachlässt. Das ist ja mal eine Sache, wo ich nachgucken sollte. Da. Ich hoffe, dieser fünfte Wert ist Haltbarkeit. Das ergebe nämlich Sinn. Ja, der fünfte. Na, ich habe noch ein paar Höhenschilder als Ersatz. Aber beim Dolch sieht schon scheiße aus mit 104. Aber Kurzschwerter habe ich dafür noch. Dämonen Großaxt, ja genau, die hat 600. Rundschild, Holzschild, ja okay. Na, ja, da liegt.
Oh, das starten wir nicht. Wollt mich wieder verarschen. Okay, also die Seelen kann ich nicht holen, außer ich setze dem Vieh mal zu. Was, wie es aussieht. Ah, Scheiße. Na, hier keine Estes Flakons trinken. Oh Mann. Ich sollte mal wieder mehr reden, also ist grad. So. Jetzt habe ich zumindest endlich mal die alle besiegt. Und Brandbombe, das wollte ich. Mal sehen. Vielleicht ist hier was drin, ein Köderschädel. Was ist denn ein Köderschädel? Wo muss ich hin? Funktioniert das denn hier? Ja, das dachte ich mir schon. Ob das hier funktioniert? Okay. Irgendwas muss ich mit den Köderschädeln machen, glaube ich. Mal gucken, was die überhaupt können. Da lockt bestimmte Arten von Feinden an. Aha. Okay, dann mal sehen. Meine Bombe noch. Und ein Tor. Zum Glück ist er besiegt. Oh, jede Nein. Verlorene Energie wiederherstellen. Okay, jetzt ist die Frage. Ich hoffe, der taucht nicht nochmal auf. Weil ich habe keine Bomben mehr.
die ich dagegen einsetzen kann. Aha. Da ist ein Gegner, zu dem komme ich nicht, sonst würde der nämlich auch loslaufen. So. Ah. Na, da geht nichts. Okay. Ja. So. Auf jeden Fall sind wir jetzt schon mal weiter als zuvor. Mann, nee, das Spiel ist echt eine Sache für sich. Oh, das sind zwar nur Anfänger-Zombies. Aber sie töten mich. Ich habe wieder mal vergessen, einen Flakhorn zu trinken. Zauberei Lichtschein. Also ich kann nur hoffen, dass das Schwein nicht mehr lebt. Ansonsten bin ich ziemlich im Eimer. Mir gehen die Brandbomben aus. Und die Schädel. Und ja, die Methoden, das fertig zu machen. Okay. Und zack. So. Ah, okay. So. So. Das ist... Tja, auf so einer Kante zu kämpfen. So. Ratte Nummer 2. Hätte ich eigentlich von Anfang an machen können, die immer rauszulocken, aber bisher lief's auch immer gut. Und das Schlimmste an solchen Spielen sind solche Kanten. Zack, zack, zack. Ich glaube, ich muss noch mal ein paar Punkte auch in Stärke investieren. Aber sobald ich einen Händler sehe und sobald ich meine Seelen mal wieder habe, werde ich wohl eher als erstes in einen besseren Dolch investieren. Der Schweindel ist nicht mehr da. Super. Der Schweindel ist weg und bleibt weg. Und zack. Vielleicht mal ein paar Sprünge weg. So. Das war nicht so toll. Aber das ist jetzt dein Untergang. Tja. Okay. Dann gibt's hier wieder die Action-Szene mit Unterfeuer.
Ja, das müssen wir noch fertig machen, sonst... Sonst gibt's hier keinen schönen Abspann. Huhuhu. Nein! Ich darf nicht vergessen. So. Komm schon. So. Und hier mal runter, damit wir der Folge auch eine Pause geben können. Noch einen Tank und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn wir gegen diese Schützen vorgehen. Tüdelü.